Wenn wir Shamatha oder Geistesruhe üben, dann üben wir vor allem und eigentlich bloß Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Dann ist das zur Ruhe kommen und ruhig halten und das sich bewusste Aufhalten in einer kultivierten Ruhe das, was wir versuchen zu kultivieren, zu trainieren. Das heißt, was wir eben als Achtsamkeitspraxis geübt haben, spielt nicht dieselbe Rolle. Achtsamkeit können wir hier auch als eine Funktion sehen, die wir benötigen, aber hier ist es dann vor allem die Achtsamkeit, die sich daran erinnert, dass wir den Geist vor allem zur Ruhe bringen wollen und wie wir mit auftauchenden Bewegungen, Gedanken, Tagträumen und so weiter umgehen, wenn sie sich mitten in der Meditation ereignen oder uns eben bewusst werden. Dann bedeutet hier die Achtsamkeit, zurückzukehren zum Objekt unserer Geistesruheübung. Und das heißt, wir brauchen, um Shamatha oder Geistesruhe zu kultivieren, in der Regel ein Meditationsobjekt. Man nennt es so ein Shamatha-Objekt. Also man richtet die Aufmerksamkeit, würde ich das dann nennen, auf etwas aus, nicht um das Erleben zu steigern, um aufmerksamer zu erleben, sondern um den Geist zu vereinfachen und zur Ruhe kommen zu lassen mit diesem Objekt. Wir verwenden den Ausdruck Aufmerksamkeit ja auch in Verbindung mit Interesse oder Beobachten oder so. Wir sind aufmerksam an etwas interessiert oder merken auf oder so. Hier ist es nur ein Grund, irgendwie ein anderes Wort zu verwenden als Achtsamkeit, wenn wir darunter dieses Spüren, Wahrnehmen, Betrachten verstehen. Weil hier gibt es mehr die Betonung auf eine Fokussierung, auf eine Konzentration. Ein Wort, das ich auch nicht so gern verwende, aber das wir in Schriften dazu finden. Das ist jetzt auch um mentale Konzentration, also Sammlung auf eine Mitte hin geht. Das nur als kleine Einleitung. Dann hören wir zwei Anleitungen zu Beginn der jeweiligen Shamatha-Übungsphase. Und da spielt auch am Anfang der Körper wieder eine Rolle und geht dann auch über die Atmung, die wir als Shamatha-Objekt nutzen, zur Beruhigung des Geistes über. Wieder bringen wir den Körper in eine geeignete Meditationshaltung. Nach unten hin fest verankert, stabil auf der Sitzunterlage gegründet. Nach oben hin aufgerichtet, wachsend. Ein bisschen wie würdevoll. Aber auch weitgehend entspannt gelöst. Nicht notwendige Anspannungen, Bemühungen, Energien nach unten hin wieder abfließen lassen. Wirklich entspannen, auch von Muskeln, Gelenken, Sehnen, im Bereich der Gliedmaßen, des Rückens, der Schultern. Auch der Gesichtszüge, Verbissenheit, emotionale Mimik aus den Gesichtszügen abfließen lassen.
bringen wir erst den Körper weitgehend zur Ruhe. Schauen wir mal, wie ruhig wir den Körper halten können, wie still der Körper werden kann. Vielleicht erleben wir noch so ein leichtes Schwingen oder Pendeln des Körpers und dann schauen wir mal, ob wir den Körper ganz in seiner Mitte zur Ruhe kommen lassen können. Wobei der Körper lebendig bleibt, da ist Atmung, da ist Herzschlag, Kreislauf. Die Körperfunktionen sind ganz vital und in Kraft. Während der Körper in seiner Position, in seiner Haltung ganz zur Ruhe kommt. Und sich in diese Ruhe hinein entspannt. Wir könnten sogar den Körper als Shamatha-Objekt nutzen, wenn wir ihn so ruhig halten. Dann würden wir jetzt an dieser Stelle den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf den so zur Ruhe gekommenen Körper lenken und darin auch unsere Gemütsbewegungen zur Ruhe kommen lassen. So wie das kleine Bild aus einem japanischen Zen-Zitat es sagt, wenn du den Tee in einer Schale ruhig halten möchtest, dann halte die Schale still. Willst du den Geist zur Ruhe bringen, so halte deinen Körper still. Üben wir das bitte ein paar Momente, Minuten, einfach die Ruheposition des Körpers als Unterstützung für mentale Beruhigung nutzen und das auch so innerlich erforschen, inwieweit es möglich ist, inwieweit es geschieht. Nun kann es sein, dass die ruhende Haltung des Körpers zwar eine gewisse Grundruhe, eine Atmosphäre von Ruhe schafft, aber sich die geistige Bewegung, also die Gedanken und so weiter, erst recht zeigen, da etwas zur Ruhe kommt, vielleicht erstmal äußerlich, zeigt sich noch die Bewegung im Innern, im Geist. Also wir brauchen, um Shamatha für den Geist zu üben, vielleicht noch mehr Fokussierung auf ein Objekt. Und da bietet sich wiederum die Atmung an. Nutzen wir die natürliche Atembewegung als Fokus für unsere Meditation. Das heißt, die bemerken wir jetzt
erst einmal wieder, wie sie sich ereignet. Das ähnelt jetzt sehr einer Achtsamkeitspraxis. Wir spüren erstmal die Atmung, wo sie lang geht, wie sie sich anfühlt. Nähern uns unserem Atem. Vermutlich werden wir die Atembewegung zwischen Nasenöffnungen, Luftröhre, Lunge, Brustkorb, Bauchdecke, Zwerchfell, Rücken spüren, wahrnehmen können. Aber dann gehen wir nicht so sehr ins Spüren hinein, sondern nachdem wir die quasi Atemstrecke oder so etwas, die Atembewegung bemerkt haben, wo sie sich zeigt, fädeln wir uns mit der Aufmerksamkeit in diese Bewegung ein, so würde ich es nennen. Also wir steigen da irgendwo ein und bleiben dann mental bei der Atembewegung. Das würde der Geist so mit ihr mitgehen. Einatmend, ausatmend. Auch durch die Übergänge zwischen Ein- und Aus- und Aus- und Einatmung. Das sind vielleicht kleine Lücken von selbst, ohne dass wir die Atmung anhalten. Die bemerken wir dann auch oder die Übergänge kommen uns fließend vor. Wir lassen die Aufmerksamkeit geradezu auf der Atembewegung dahin treiben oder mit ihr wirklich so mitgehen. Wir bleiben dabei fokussiert und erlauben unserem ganzen Gemüt mit seinen Geistesinhalten sich für eine Weile ganz darauf auszurichten und zu beschränken. Nichts anderes gibt es jetzt zu tun. Nur von Moment zu Moment bei der Atmung zu bleiben. Um den Geist als Ganzes mit all seinen Inhalten, Gedanken, Tagträumen und so weiter zu besänftigen und zur Ruhe kommen zu lassen.
Ja, und gleich in der zweiten Sitzung können wir dieselbe Methode anwenden. Ich würde die Atemausrichtung oder Ausrichtung auf den Atem noch etwas mehr fokussieren auf die Atmung an der Nasenspitze. Dann geht es auch um den Umgang mit Ablenkungen oder geistigen Bewegungen während der Shamatha-Meditation. Wie gehen wir damit um? Wie bringen wir den Geist immer wieder zurück in eine Fokussierung und damit in eine tiefe Ruhe, in eine Sammlung? Und wie halten wir die Aufmerksamkeit oder den Geist in dieser Sammlung, in der Ruhe des Geistes? Die Ruhe wird nie sehr lange anhalten, das wäre unrealistisch. Es wird immer wieder so Bewegungen geben. Man könnte das einfach Bewegung nennen. Das werden Gedankengänge, Tagträume, Fantasien sein. Das ist normal, das passiert wohl jedem. Vor allem, wenn unser Geist sehr voll ist von Eindrücken, wir gerade viel erlebt haben oder nachher noch was zu tun haben, Beziehungen haben und so weiter, ist immer der Geist sehr bewegt und voll und diese Dinge tauchen auf, das ist ganz normal. Aber wir können trotzdem ja, so kleine Zeiten der Ruhe und Sammlung erfahren, die dann auch ein Stück weit den Geist reinigen. Die Prognose ist, je tiefer und entspannter oder länger, wobei die Länge, glaube ich, nicht so die ganz große Rolle spielt, wir in dieser geistigen Sammlung ruhen oder verweilen können, desto mehr wird sich unser Wachbewusstsein klären von den ganzen diffusen Eindrücken, die so in uns herumwabern. Also das heißt, wir werden die Aufmerksamkeit wieder und wieder zurückbringen in diese geistige Ausrichtung und Sammlung. Okay, zurück zur Meditationshaltung. Da darf am Anfang der Sitzung durchaus so eine Absicht stehen, wie jetzt werde ich meinen Geist üben, zur Ruhe zu bringen. Während des Übens sollte das aber dann recht zwanglos und nicht ganz absichtslos, aber doch jetzt nicht so absichtsvoll geschehen. Zwischen Absichtslosigkeit und absichtsvoll sein ist ein ziemlicher Unterschied. Aber am Anfang sagen wir uns, jetzt werde ich wieder üben, den Geist zu besänftigen und zur Ruhe zu bringen. Beruhigen wir erst einmal wieder den Körper, indem wir ihn ganz zurück in die Meditationshaltung bringen, ganz mittig gehalten, still werdend. Wenn da ein paar Körperempfindungen auftreten, vielleicht auch unangenehmer Art, Schmerzen, Spannungen, dann schauen wir einerseits, ob wir diese von innen heraus lösen können, ob es sich vielleicht um Festgehaltenes handelt. Und ansonsten bleibt nur, sie irgendwie da sein zu lassen, mit allem, was uns da irgendwie körperlich beschäftigt, einfach so in Stille zu sitzen. Und dann nutzen wir
jetzt in dieser Sitzung gleich die Atmung, wenn ihr mögt, als Fokus für unsere Aufmerksamkeit. Und um die Aufmerksamkeit etwas zu präzisieren, blicken wir geistig auf die Atmung, wie sie an den Nasenöffnungen oder wir sagen einfach an der Nasenspitze vorbeikommt. Das heißt, da ist so eine Idee von eins gerichteter Aufmerksamkeit auf die Nasenspitze. Nicht schielen. Wenn die Augen leicht geöffnet sind, neigt man etwas dazu, aber der Blick geht durchaus etwas weiter in den Raum vor die Nasenspitze. Wenn wir die Augen geschlossen halten, ist es wie so ein Hinspüren schon ein Stück weit oder ein sich Hindenken zur Nase. Und da werden wir den Luftzug beim Ein- und Ausatmen bemerken. Und in dieser Anleitung folgen wir der Atembewegung nicht wie zuvor, sondern bleiben möglichst mit der Aufmerksamkeit vorne in der Nasenspitze. Zu einer ähnlichen Qualität, als würden wir durch ein Schlüsselloch schauen oder einen Faden durch ein Nadelöhr ziehen, also durchaus mit Präzision. Und in diese Ausrichtung auf die Atmung an der Nasenspitze entspannen wir die geistige Aufmerksamkeit hinein. Also da ist eine Ausrichtung, da ist auch eine Einsgerichtetheit, aber dann lösen wir die Spannung, die darin liegen mag. Und lassen den Geist auf dieser gelösten Ausrichtung, entspannten Ausrichtung zur Ruhe kommen. Ein bisschen wie wenn man ein Seil spannt zwischen, sagen wir mal, zwei Stangen. Spannt man es erst vielleicht etwas an, aber dann entspannt man es auch wieder, vielleicht weil es gar nicht anders geht. Und hier ist es das, was wir benötigen, um den Geist auf eine entspannte Art und Weise zur Ruhe kommen zu lassen. Und auch diese Aufmerksamkeit ist freundlich, die ist nicht streng, die ist nicht zwanghaft. Passiert nichts Schlimmes, wenn wir nicht wirklich aufmerksam sind. Wir können hier keine Fehler machen, Fehler begehen. Deswegen betonen wir die Entspannung dabei von Anfang an. Nicht ganz von Anfang an, wir brauchen erst die Ausrichtung. Dann entspannen wir uns dahin hinein. Es gibt so ein Schaubild, da wird diese Art von Shamatha-Praxis mit einem Lasso verglichen. Das ist durchaus eine kleine Mühe, das Lasso zu werfen, das Objekt zu fassen, es damit dann zu fesseln ein Stück weit. Aber dann kann man das Lasso ganz locker halten. Hat man einmal das Objekt im Blick sozusagen, können wir uns da hinein entspannen. Nasenspitze Atmung. Ja, und um uns gleich Stille zu lassen, nur noch die Anleitung, wie wir dann mit Bewegung des Geistes oder ja, Ablenkungen umgehen, Dinge, die nebenbei auftreten, trotzdem geschehen im Geist. Was zu tun ist, ist hier sehr schlicht, sehr einfach. Nämlich sobald wir bemerken, dass der Geist wandert, träumt, denkt, spricht,
geben wir uns den Impuls, zurückzukehren zur Nasenspitze und zur Atmung. Vielleicht sagen wir uns, das gehört hier jetzt nicht hin, das hat Zeit bis später. Jetzt übe ich das zur Ruhe bringen des Geistes. Und wenn der Geist dadurch klarer und stiller wird, kann ich später auch wieder klarer denken. Aber jetzt muss ich diesen Gedankengängen, Tagträumen nicht nachgehen. Zurück zum Atem. Und wenn dann allmählich die Ausrichtung auf Atmung an der Nasenspitze wieder deutlicher wird, dann entspannen wir uns erneut da hinein und lassen es so. Auf eine ganz natürliche Weise. Einfach Geist, Atem, Nasenspitze verbunden halten und da bleiben. Wenn wir dabei auch noch wacher und klarer zu werden scheinen, ist etwas Geistesruhe schon da. Wenn da Dumpfheit, Trägheit, Müdigkeit auftreten, noch nicht ganz, dann ist es ein Gewohnheitsreflex, wenn nichts zu tun ist, müde zu werden. Da die Müdigkeit, die in uns steckt, kommt zum Vorschein, was sein kann. Aber wenn in diesem Ruhen gleichzeitig Wachheit und Klarheit auftritt, dann ist das ein Geschmack von Shamatha. Und dann bleiben wir da, solange es währt. Wir 7 Minuten etwa in Stille.